Oder? Ja, also schön, dass ich da heute zu Ihnen sprechen darf. Wie viele Knien verträgt der Mensch? Ja, das kann ich nicht lösen in 10 Minuten, wie Sie sich vorstellen können. Ich beschäftige mich viel mit Arzneimittelsicherheit, Patientensicherheit, medikamentöses Polytrauma. Wir haben hier 16 Verordnungen und wenn wir das jetzt analysieren, was da dahinter steckt, an Wechselwirkungen und Nebenwirkungen, dann haben wir einmal 9 klinisch relevante Wechselwirkungen und es verwundert dann auch nicht, dass die Patientin eben eine Blutung hatte, die dann also aufgetaucht ist. Es war natürlich eine innere Blutung, nicht so eine leicht sichtbare Blutung, aber das ist eben eine Wechselwirkung oder eine Nebenwirkung, die wir dann sehr oft beobachten, wenn eben bestimmte kritische Medikamente zusammengenommen werden. Wenn wir noch einmal zurückschauen, ist es eben so, dass das eine blutverdünnte Patientin ist, die eben Cortison einnimmt wegen ihrem Rheuma, die eben hier ein Antidepressivum hat und dann bei Bedarf ein Schmerzmittel und so kann das eben passieren, dass es zu einer Blutung kommt. Also wir sehen hier, das Boot ist sehr voll mit schon 15 Medikamenten sowieso. Wenn da jetzt noch einer dazukommt, dann geht das Schiff unter. Das kann eigentlich kaum mehr verwundern. Warum ist das heutzutage so ein Problem? Wenn wir uns jetzt dieses Bild anschauen, dann können wir eben sehen, wir werden immer älter. Je älter man wird, umso mehr Packungen an Medikamenten werden verschrieben und kostet natürlich auch Verbrauch. Hier bei 50 Jahren und dann eben auf 60, wenn wir uns das anschauen, haben wir also einen jähen Anstieg und über 80-Jährige 98 Packungen Medikamente aus, dann verständlich, wie es eben zu so Schemata kommt, die wir gerade gesehen haben. Ja, also wir werden immer älter, je älter wir werden, umso kränker werden wir leider auch, umso mehr Medikamente werden eingenommen. Wir haben eben den wissenschaftlichen Fortschritt, wir haben eine leitliniengerechte Medikation. Wenn man sich an diese Leitlinien hält, dann passiert es eben sehr schnell, dass man so große Cocktails zusammen hat. Wir gehen zu verschiedenen Spezialisten, jeder gibt uns wieder ein Medikament, wir gehen in verschiedene Apotheken, wir haben Nachbarn, die uns was empfehlen. Selbstmedikation ist ein gutes Thema, man versucht das eine gut zu machen, was das andere anstellt. Also eine Medikalisierung der Gesellschaft, es gibt für alles ein Medikament, es wird sehr viel eingenommen und deswegen haben wir eben diese wilden Mischungen. Ja, es gibt Ansätze, da heißt es nicht mehr als 4 Medikamente, nicht mehr als 5 oder 6. Dann werden zu viele Wechselwirkungen entstehen, zu viele Nebenwirkungen. Das ist eben sehr schwierig und lässt sich auch nicht halten. Also ich würde mal sagen, schauen wir ein bisschen in die Pflege. Da gibt es die 5R-Regel und es geht halt darum, wir brauchen die richtigen Medikamente. Wir brauchen für den richtigen Patienten das richtige Medikament, den richtigen Wirkstoff in der richtigen Form. Also sagen wir, vielleicht gibt es die Salbe, vielleicht braucht man keine Tablette schlucken zum richtigen Zeitpunkt. Wenn wir gerade mal denken, wie der Methotrexat, also einmal die Woche das einzunehmen, in der richtigen Dosis, da kann es also auch viele Verwechslungen geben, damit wir hier also eine möglichst große Arzneimittelsicherheit erreichen. Es ist eben so, dass gerade bei den älteren Menschen es zu Problemen kommt mit den Arzneimitteln, häufiger als bei den Jungen. Die Studien, die gemacht werden, sind in der Regel bei jüngeren Patienten, bei älteren Patienten haben wir einfach einen anderen Stoffwechsel. Die Nieren funktionieren immer ganz so gut, die Verteilung von Fett und Flüssigkeit und Muskelmasse ist anders. Die Daten, die wir haben, sind oft nicht so zutreffend und so hat man also auch versucht, Listen zu definieren mit Medikamenten, die also besonders im Alter problematisch sind von ihrem Nebenwirkungsprofil, von der Art, wie sie verstoffwechselt werden. Und mit diesen Listen kann man sich also auch helfen und versuchen, also möglichst sicher zu verschreiben. Dann haben wir hier in Salzburg ja alle Paracelsus immer im Kopf. Paracelsus hat eben schon im 16. Jahrhundert gewusst, dass es auf die Dosis ankommt. Allerdings sind Gift und nichts um Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Also eben hier auch ganz, ganz wichtig, dass man sich eben an die Dosierungsangaben hält und dass man sich eben hier in den sicheren Bereich bewegt. Es gibt Medikamente, die sind viel schneller giftig als andere. Wenn wir jetzt denken, ein kleines Aspirin mit 100 Milligramm, was man jeden Tag zur Blutverdünnung nimmt, da muss man also schon aufpassen, dass man wirklich in diesem Bereich bleibt. Oder wenn man ein Digitales einnimmt, dann kann man sich also sehr schnell vergiften, wenn man zu viel erwischt. Andere Medikamente haben da einen viel größeren Rahmen. Das, was man sich also selbst in der Regel besorgen kann, ist da wesentlich toleranter. Was ist noch wichtig, dass man die Dinge richtig einnimmt? Sehr viele Patienten, unter Ihnen wahrscheinlich auch, müssen ein Bisphosphonat einnehmen, also ein Osteoporose-Medikament.
Aktonell ist hier zum ein Beispiel. Und was ist da wieder ganz wichtig, dass man das eben nüchtern einnimmt, dass man das in aufrechter Position einnimmt, mit viel Wasser einnimmt, dass man es nicht kaut, dass man sich danach nicht hinlegt, damit man auch die optimale und sichere Wirkung von diesem Medikament dann bekommt. Ja, also um hier noch einmal zusammenzufassen, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, so viel Pillen verträgt der Mensch hoffentlich und auf jeden Fall ganz wichtig, von den richtigen Medikamenten in der richtigen Dosis richtig eingenommen. Und mit einem Bild, was an die Generika-Verschreibung heutzutage erinnern soll, die ja auch oft ein Problem ist, wo man auch wieder schauen muss, dass man keine Doppelmedikationen erwischt, dass man wirklich bei seinem einen Wirkstoff bleibt und erkennt, ja, der wird jetzt vielleicht anders heißen, aber es ist immer noch dieses eine Medikament. Mit diesem Bild möchte ich Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute wünschen.